Rekordversuch Nummer 22 kommt wieder aus dem Europapark, wo Sonja mit einem ziemlich smarten Typen auf uns wartet. Und vergessen Sie die Champions League. So haben Sie Fußball noch nicht gesehen. Für unseren nächsten Rekordversuch muss man vor allem eins sein: multitaskingfähig. Und wenn wir Jungs in etwas gut sind, dann bestimmt nicht darin. Jetzt geht's darum, so viele Seilsprünge wie möglich zu machen, während man einen Fußball mit dem Kopf hochhält. Das Ganze in einer Minute. 40.000 Bestmarken gibt es aktuell bei den Guinness World Records. Ja, da muss man schon ganz schön lange nachdenken, bis einem überhaupt noch etwas Neues einfällt. Oder man kombiniert einfach zwei Ideen. In unserem Fall Seilspringen und Fußball spielen. Und wenn Sie denken, das ist alles, was unser nächster Kandidat kann, ha, da haben Sie sich getäuscht. Da zeigt doch Daniel mit seinem Partner René mal, was er so alles drauf hat. Und das ist der Mann, der von sich glaubt, doch multitaskingfähig zu sein. Daniel Korte, 23, aus Osnabrück, unser Rekordanwärter. Mit seinem Kumpel René tritt Daniel seit 5 Jahren weltweit als Fußball-Freestyler auf und war sogar schon mal Trick-Double für Michael Ballack. Bleibt nur zu hoffen, dass das kein schlechtes Omen ist und Daniel genau wie Michael Ballack nur Trostpreise sammelt. Aber wenn man das hier sieht, muss man sich wohl keine Sorgen machen. Der Mann ist reif für einen Weltrekord. Echt Hammer. Machst du das professionell? Ja, danke schön. Also ich mache das mehr oder weniger professionell. Nebenbei bin ich noch am Studieren, aber auch mit so einer Show sind wir vielseitig unterwegs. Also du bist jetzt kein Fußballprofi, aber du bist ein Fußballakrobatprofi? Genau, Fußball-Freestyle nennt man das heute. Okay. Und ich bin auch selber noch Fußballer. Ich bin mit dem Ball groß geworden. Seitdem ich so bin, bin ich eigentlich immer schon am Fußball. Und durchs Fußballspielen ist es entstanden. Okay, und hast du auch sowas wie eine Bühnenshow? Ja, genau, wir haben auch so eine Bühnenshow. Wir haben gerade schon Teile unserer Bühnenshow gezeigt, mein Kollege und ich. Und wir machen auch eine komplette Bühnenshow auf Veranstaltungen und Events. Oh, dann bist du ja geübt. Dann schauen wir uns mal an, wie er das so trainiert. Der Ball muss immer senkrecht und ganz genau gespielt werden, weil sonst kommt man ins Schwanken und dann kann man nicht mehr das Seil springen. Und ja, das ist eigentlich das Schwierige bei der ganzen Sache, dass man ganz genau und ganz perfektioniert den Ball nach oben köpft. Ich bin jetzt seit 8 Wochen dabei, fühle mich schon ziemlich sicher und ich zeige mal, was ich jetzt mittlerweile drauf habe. Das war sicher nur die verpatzte Generalprobe. Daniel hat sich aber auch einen extrem schwierigen Weltrekord herausgesucht. Bleibt nur zu hoffen, dass die lange Trainingszeit von 8 Wochen am Ende nicht umsonst war. Scheiße. Scheiße, aber nicht. Jetzt waren es leider nur 18. Ich muss noch ein paar mehr schaffen. Also ich bleibe hart im Training und mal schauen, ob ich es schaffe. Andrea, diesen Rekord gibt es bei den Guinness World Records schon. Allerdings hat ihn noch nie einer aufgestellt. Wie geht denn das? Ja, das stimmt. Die Regeln wurden so ungefähr vor einem Jahr geschrieben. Aber bis jetzt keiner hat das von uns gesetzte Minimum erreicht. Oh, dann scheint das ja ziemlich hoch angesetzt zu sein. Wie sind denn die Regeln? Also, der Ball darf weder Hände noch Arme berühren. Okay. Und er darf auch nicht den Boden berühren, weil dann ist der Versuch vorbei. Das und ist alles. Ja, und der Rekord. Ja, genau, die Marke. Und die Marke. Es sind 20 Seilsprünge. Okay. Während du den Ball hochhältst. Okay. In einer Minute. Okay. Innerhalb einer Minute. Ja. Wie viele Kandidaten sind denn schon gescheitert an dem Versuch? Haben das einige probiert? So ungefähr 10 bis jetzt. Und? Bringt dich das jetzt irgendwie unter Druck? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass ich das schaffen werde. Ich habe viel trainiert und Und so 20 Seilsprünge? War schon dabei, oder? War schon mal dabei, ja. War schon mal dabei. Ah, wir drücken total die Daumen. Hüpfen und Köpfen heißt heute die Devise. Wir holen den Rekord nach Deutschland. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, habe auch die letzten Tage noch mal intensiv trainiert. Und ich hoffe, dass es gleich klappen wird. Das hoffen wir auch. Rekordversuch Nummer 22. Die meisten Seilsprünge mit gleichzeitigem Kopfball. Ein Erstrekord. Das Minimum sind 20 Seilsprünge. Die Regeln. Der Rekordanwärter hat maximal 1 Minute Zeit. Der Rekordversuch endet, sobald der Ball die Hände des Rekordanwärters oder den Boden berührt. So, Daniel, geht's dir gut? Alles klar?
die Schuhe zu. Bist du bereit? 3, 2, 1, los! Und Daniel, jetzt gib alles. Eine Minute Zeit. Wie viel Seilsprünge mit Kopfball schaffst du? Das sieht sehr flüssig aus. Er hat ja auch lange trainiert. Ja, das sieht gut aus. Oh, da hat der Ball den Boden berührt. 17,5 Sekunden. Tja, das war eine kurze Minute, könnte man so sagen. Er hat nur 17 Sekunden in Anspruch genommen. Er hätte eine Minute Zeit gehabt, aber wie gesagt, der Ball hat den Boden berührt. Reicht das? Waren das 20 Seilsprünge? Das erfahren wir jetzt. So, Daniel, Sonja, wir haben ein Ergebnis. Ich habe ja auch mitgezählt, aber jetzt bin ich gespannt, ob alles richtig war. Ja, also das Minimum für diesen Erstrekord waren 20. Und du hast heute 27 geschafft. Das ist ein neuer Guinness World Records Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Eine kleine Entschädigung für den verpassten EM-Titel. Wir haben einen waschechten Fußball-Weltrekord. Und jetzt soll noch mal jemand sagen, Männer könnten nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass ich gerade den Rekord gebrochen habe. So viele Leute haben es schon probiert und ich habe es heute geschafft. Und echt, ich freue mich einfach riesig.